Erde zu essen gehört für viele Naturvölker zum Alltag. Jetzt untersuchen auch europäische Wissenschaftler, ob sie als Nahrungsmittel für uns in Frage kommt. Richtig zubereitet, enthält sie wertvolle Inhaltsstoffe für den menschlichen Organismus. Mehr Überwindung kostet die meisten Europäer die Vorstellung, Insekten zu verzehren. Insekten als Alternative zu Fleisch? Während Garnelen, Schnecken oder Muscheln schon lange am Speiseplan stehen, will kaum ein Europäer in Mehlwürmer oder Grashüpfer beißen. Auch wenn die für uns eher ungustiösen Tierchen kreativ zubereitet werden, hat sich die Insektenküche hierzulande nicht wirklich durchgesetzt. Dabei essen heute schon etwa 2,5 Milliarden Menschen regelmäßig Insekten. Weltweit gibt es an die 1700 dieser krabbelnden, kriechenden Tierchen, die essbar sind. Ich finde es zum einen recht überraschend, dass wir ziemlich ungehemmt eigentlich schon beginnen, Insekten zuzubereiten, sie in Schokolade zu verarbeiten, vielleicht auch wirklich auf den Essenstisch zu bringen. Nach meinem jetzigen Kenntnisstand würde ich glauben, sind wir noch nicht wirklich weit gekommen in der Erforschung einerseits der Inhaltsstoffe und der Wirkung von Insekten. Grundsätzlich kann man sagen, die Hülle von Insekten ist sicher weitgehend unverdaulich für unseren Organismus und das Eiweiß dürfte wahrscheinlich doch einen sehr hohen Nährwert haben. Insekten gelten auch als nahezu fett- und cholesterinfrei, was für die Gesundheit nicht unwichtig ist. Wie sich der Verzehr der oft als Ungeziefer bezeichneten Tiere auf den menschlichen Körper auswirkt, wird gerade an der Universität Innsbruck erforscht. Insekten werden oft frittiert, wie hier im sogenannten Airfryer. Doch wie heiß und wie lange sollen die Tierchen erhitzt werden, damit sie keine Gefahr für die Gesundheit darstellen? Das wollen die Wissenschaftler herausfinden. Auch ist unklar, was in unserem Körper passiert, wenn wir Insekten essen. So besteht etwa der Panzer der Tiere vor allem aus Chitin. Das beschleunigt zwar die Wundheilung und wird daher bereits in der Medizin eingesetzt. Dennoch gilt es als schwer verdaulich und kann Allergien auslösen. Ich bin eher davon überrascht, dass sich zum Beispiel Kontrollinstanzen wie die AGES überhaupt noch nicht interessieren für die Art und Weise, ob Insekten für uns sozusagen überhaupt ess- und genießbar sind. Zum einen würde ich glauben, ist es doch nicht ganz von der Hand zu weisen, dass Insekten, die man natürlich dann in großem Maßstab züchten würde, natürlich auch die Gefahr bergen, dass sie auch von Viren befallen werden, die sie von Bakterien befallen sind. Also ich glaube, da kommt noch einiges an uns drauf zu und man sagen muss, das muss man wissenschaftlich noch viel, viel besser untersuchen und auch dokumentieren. Die Innsbrucker Forscher wollen daher mit biochemischen Tests im Labor herausfinden, wie Insekten für den Verzehr aufbereitet werden müssen und wie der menschliche Körper auf deren Inhaltsstoffe reagiert. Wenn Insekten in Industrieländern als Nahrungsmittel gezüchtet werden, müsste man vermutlich die Auflagen erhöhen. Lebensmittel unterliegen strengen Kontrollen. Der Einsatz von Antibiotika als Bakterienkiller ist dann nur eine Frage der Zeit. Davon einmal abgesehen, sind Insekten nicht billig. So kostet eine 10-Decker-Dose Mehlwürmer für den menschlichen Konsum mehr als 7 Euro. Mahlzeit. Möchtest du noch ein bisschen Erde? Ja. Dann fange ich mit den Würzen an, gell? Erde als Essen? Ekelig, beinahe unvorstellbar. Ein Restaurant in Japan hat sich darauf spezialisiert. Jetzt schwappt dieser Trend auch nach Europa über. Im Geschmackslabor an der Universität Graz ist Erde bereits fixer Bestandteil der wissenschaftlichen Küche. Dieser Schweinsbraten wird nicht klassisch zubereitet. Er soll in der Erdkruste schmoren. Die Erde stammt nicht etwa aus dem Garten, sondern vom Fuß des Matterhorns.
Die Basis ist da das Ei klar, was wir verwenden, und das bildet eigentlich durchs Aufschlagen einen Proteinschaum, der uns eigentlich die Stabilität sozusagen gewährt, in Kombination dann noch mit unserem Salz und dann natürlich mit der Erde. Damit die Aromen im Fleisch erhalten bleiben und nicht verdampfen, muss die Kruste ganz dicht sein. Na, schaut toll aus, dann ab in den Ofen damit. Nicht nur der Braten muss ins Backrohr. Damit man Erde überhaupt ohne Bedenken essen kann, wurde die Kocherde vorher 50 Minuten bei 200 Grad im Ofen erhitzt. Ich glaube, jetzt ist dann die Zeit, wo eben dann vermehrt mit Erde gekocht wird. Und deswegen ist es wichtig, wissenschaftlich nachzuschauen, was ist da wirklich alles drin, wo sind Gefahren, wo sind die Vorteile und am Ende, wie schmeckt es dann auch. So wollen die Wissenschaftler herausfinden, ob etwa Keime in der Erde die Hitzebehandlung im Backrohr und ein Aufkochen mit Wasser überleben. Hier wird untersucht, welche Stoffe in der Erde enthalten sind. Etwa für den Körper wichtige Spurenelemente wie Eisen oder Kupfer. Die Forscher schauen sich aber auch an, ob die Erde mit Schwermetallen belastet ist. Die Methoden, die wir hier verwenden, sind im Prinzip so abgestimmt, dass es ein Worst Case ist. Also das, was wir hier herauslösen können, das wird unser Körper kaum schaffen. Also ich nehme an, dass die Gefährdung durch Arsen und Uran aus den Erden, die wir im Augenblick untersucht haben, sicher kein Problem für ihre Gesundheit darstellt. Die Konzentrationen der Stoffe bestimmen die Wissenschaftler mit dem sogenannten Massenspektrometer. Dabei werden aus der Erdprobe Aerosole erzeugt, also ganz feine Tröpfchen. Die kommen in ein knapp 10.000 Grad heißes Plasma, in dem Ionen entstehen. Dann können die einzelnen in der Erde enthaltenen Stoffe erfasst und deren exakte Konzentration bestimmt werden. Neben einigen Makroelementen wie Magnesium, Calcium, was unser Körper ja auch in größeren Mengen braucht, finden wir von den essentiellen Spurenelementen in dieser Probe recht hohe Konzentrationen an Chrom, auch einiges an Mangan und sehr viel Eisen. Giftige Metalle wie Arsen oder Uran sind nur in geringen Mengen enthalten. Jetzt fehlt nur noch der mikrobiologische Test im Labor. Sind Bakterien, Pilze, Viren oder Parasiten vorhanden? Wenn ja, so wäre die Erde ungeeignet zum Kochen. In der Erde sind zahlreiche Mikroorganismen enthalten. Man spricht ja auch davon, dass die Erde ein Lebewesen ist, aufgrund der Vielzahl von Mikroorganismen, die ja dazu da sind, organische Inhaltsstoffe abzubauen. Und je nachdem, wie dieser Boden behandelt wird, zum Beispiel durch Wirtschaftsdünger, können hier auch Krankheitserreger vorhanden sein. Die Forscher untersuchen daher verschiedene Erden, von Gartenerde über Blumenerde bis zur Erde vom Berg. Durch die Vorbereitung im Backofen und dem Erhitzen mit Wasser wurde ein Großteil der ungewünschten Bestandteile bereits abgetötet. Dennoch könnten Salmonellen, krankheitserregende Viren oder Darmbakterien überlebt haben. Hier haben wir sehr unterschiedliche Ergebnisse erzielt. Zum einen waren diese Erreger in einer hohen Konzentration vorhanden. Andere Proben waren wieder völlig frei von diesen bakteriellen Indikatoren. Im Kochtopf landen natürlich nur jene Erdproben, die frei von diversen Krankheitserregern sind. Hier im Geschmackslabor wird inzwischen die Vorspeise zubereitet. Vorerst sieht alles nach einer ganz normalen Gemüsesuppe aus. Bis dann die besondere Geschmacksnote beigefügt wird. Der Erdsud. Das Geschmackerl. So, das muss jetzt ein bisschen kochen und fertig. Frisch gebackenes Brot? Nein, weit gefehlt.
Unter dieser Kruste verbirgt sich der Schweinsbraten. 2 Stunden schmorte er im Backrohr. Jetzt sollte er zart und saftig sein. Inzwischen ist auch die Nachspeise aus Käferbohnen und Erde fertig. Jetzt kann das Festessen beginnen. Das Knirschen zwischen den Zähnen hindert die Wissenschaftler nicht daran, die Erdsuppe mit Genuss zu verspeisen. Zum Braten gibt es passenderweise Gemüse, das aus der Erde kommt. Über Geschmack lässt es sich streiten. Doch hier sind alle einig, es schmeckt hervorragend. Ich assoziiere das so mit einem Herbstwald, wo es so dampft. Für mich ist es eigentlich ein sehr angenehmes Gefühl. Die Erde schmeckt irgendwie so total nach Natur. Also man hat das Gefühl, man ist mittendrin. Es ist frisch, es ist was Außergewöhnliches, aber es ist einfach, als würde man wirklich in die Natur reinbeißen. Wer weiß, vielleicht gibt's Kocherde in einigen Jahren in jedem Supermarkt zu kaufen. Weil Erde dann fixer Bestandteil unseres Speiseplans ist. Aber werden in Zukunft tatsächlich auch Insekten in europäischen Kochrezepten zu finden sein? Da die Menschheit ständig wächst, untersuchen viele Experten alternative Möglichkeiten zum Fleischkonsum. Die Welternährungsorganisation FAO überlegt schon länger, Insekten als Nahrungsmittel in Europa populärer zu machen. Auch wenn das derzeit für die meisten Menschen in unseren Breiten noch schwer vorstellbar scheint. Essgewohnheiten haben sich im Lauf der Geschichte immer wieder geändert. Der verstärkte Einsatz von Insekten in unserer Küche bleibt also durchaus denkbar.